Digga, ich habe jetzt extra die Cam nochmal angemacht. Wenn das jetzt nicht gut ist, ich tick komplett aus. Ich raste komplett aus! Damals hat man ein BMW oder VW, wir tun's aber doch nicht um Gottes Willen ein Mercedes. Um Gottes Willen! Ich fahre morgens in der Schweiz, ich fahr wie Paul Newman. Alles zieht an mir vorbei, als ob ich vorspule. Mein Ohrjunge, legendär wie Serge Torjubel. Städte hassen mich, als käme ich von der Dorfschule. Ich brauch 50k passive Einnahmen. 12 Gänge Weinbegleitung und Beilagen. Dankeschön an DGQ für eure Einladung. Ich verspreche, ich werde das nächste Mal vorbeifahren. Ich hör dein Album und wer gibt mir jetzt die Zeit zurück? Oh, also, ist er, warte, beim nächsten Mal wird er vorbeifahren. Das heißt, beim nächsten Mal kommt er oder beim nächsten Mal fährt er vorbei, also kommt nicht. Keine Ahnung. Gab's da eine Vorgeschichte? Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich jetzt schon, wie Nina Chuba da drauf auf dem Beat abgeht. Warum kann dir niemand sagen, dass das scheiße klingt? Mir tut der Dude leid, der irgendwann die Scheiße mischt. Meine Tränen hol dir Schreiber, die dich weiterbringen. Schütt weit Wasser übers Mike, ich bin nicht sündenfrei. Ich hab den Bachelor of Rap, das ist keine Tüftelei. Für ein Festival steck ich mir 100 Bündel ein. AMG will eine Collab, kann das Sünde sein? Wir schreiben Geschichte eines Tages. Leben Träume, die schon wahr sind. Alles andere liegt begraben. Magisch. Bisschen Gänsehaut. Wir schreiben Geschichte eines Tages. Leben Träume, die schon wahr sind. Alles The Proof. Vier Uhr nachts im Bad, ich fühle mich wie Whitney Houston. 3 mm Haarschnitt wie ein Britney-Double. Bin in Andermatt und nicht mehr in der Kifferbude. Du kannst mich in den Charts, aber nicht auf Tinder suchen. Es ist Nebel in der Booth, ich mach das Fenster auf. Zeitlos, was ich mache, muss auf Bänder rauf. Bin mit McDonald in der Küche, sorg für Gänsehaut. Bringe Opfer für das Album wie im Tempelbau. Okay, ich glaub so mit Producern zu chillen ist sowas Nices. So, wenn du Künstler bist, weil für mich so gefühlt so Producer können einfach so alles möglich machen. So, wirklich, echt mal, ich muss hier eine Lanze brechen für alle Producer, so, weil ich mache auch Musik, unten verlinkt, und ich mache das halt dann immer selber, also ich hole mir dann die Beats aus dem Netz und mische und master das selber, aber ich denke so, Producer, die es einfach drauf haben, Digga, mit denen gehst du in die Booth und die wissen einfach, was abgeht, die wissen einfach, was sie machen müssen. So, und ich muss so 100.000 Sachen ausprobieren, bis es sich so halbwegs gut anhört. So, aber die wissen einfach, was sie tun. Das sind so Zauberer für mich. Das sind richtige Zauberer. Ja, also danke an alle Producer. Und ja, interessant. Nina Chuba macht dann hier wohl die Hook. Also, die Hook war okay. Ich finde halt, der Track allein durch Rin ist halt schon fett geil. So. Deswegen ist es ja auch ein Featuring Nina Chuba. Aber ich hoffe schon fast, dass, obwohl ich da genau Gänsehaut bekommen habe, dass Rin hier durchrappt. Einfach weil sein Part so geil ist. So, deswegen, ja. Mein Vater kam im Zug, musste aus dem Koffer leben. Heute kauft sein Sohn eine Immo in der Bonzen-Gegend. Dass ich immer noch normal bin, nenne ich Gottes Segen. Ihr könnt es mir nicht stehlen, denn es war Gott gegeben. AMG heißt, wir sind Ausländer mit Geld. Als ich klein war, wollte ich auch was bestellen. Ich war so neidisch, wollte raus in die Welt. Heute bleib ich drin und geh nicht raus, es ist hell. Wir schreiben Geschichte eines Tages. Leben Träume, die schon wahr sind. Alles andere liegt begraben. Und jetzt habe ich mir am Ende sogar nochmal eine Wiederholung davon gewünscht oder nochmal eine Steigerung der Hook. So, also habe ich jetzt doch nicht genug davon bekommen. Gut, guter Track. Kurzer Track, dafür ist die Hook aber auch nicht so lang, finde ich gut kombiniert, wenn es ein kurzer Track ist und dann die Hook aber auch kurz ist. Weil eine Hook ist halt einfach geil, aber wenn die dann auch kurz ist, weil der Track kurz ist, das ist nice, das war gut, das war echt gut. Cover gefällt mir tatsächlich auch und ja, Rins Part sowieso, der war echt mega fire. War sehr feier. Ja, also gern mal eure Meinung auch unten in die Kommentare. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.